Today is the day that everything changes. Look at you. You're so young, vibrant, and full of energy. So much more life ahead of you, and yet already so wise. I wonder, did you know then what I know now? That when you made this choice, it would set us on a course for a truly rich and powerful life. You wanted an edge, a little extra flexibility, faster recovery from those spontaneous adventures, feeling good, clear mind, confidence, and abundant energy to embrace everything you set your sights on. Yes, including him. Your commitment to wellness gave me the hope I have today. Motherhood changes your world. Some days, things may feel a little upside down. The juggle is so real. But mostly, you hold it all together with ease and grace. Keeping up with the kids, crushing it at work. Every room you walk into feels more alive. And because of her, you have a new reason to recommit to yourself. Your healthy habits become the legacy you hand down. In all the years to come, you're still full of energy. You still have an edge. Yes, your body changes, but mostly in ways that you love. You still go on spontaneous adventures. You can still keep up with the kids. And you still embrace everything life has to offer. Because of this day, and your commitment to every day since, to move with intention, to eat well, to laugh often, to stay centered, to teach by example, to reach for every advantage. Every day, you made a commitment to me, your future self. So, I just want to say, thank you for the choice you make today to live your most powerful life. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen heute ja zu diesem Produktdienstag-Webinar. Wie jeden ersten und dritten Dienstag sprechen wir über ein doTERRA-Produkt. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe die wunderbare Tanja Daniels hier im Studio. Tanja, klasse, dass du mit dabei bist. Und wir wollen heute natürlich über das neue Produkt sprechen, das doTERRA ja erst seit einer Woche auf den Markt gebracht hat. Wir beide waren in Lissabon und waren Teilnehmer dieser wunderbaren Convention, die einmal pro Jahr stattfindet. Und wir haben so viel Begeisterung dort gemerkt über dieses Produkt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen das gleich weitergeben und Menschen inspirieren. Und so wollen wir dich heute Abend mitnehmen und dir die Informationen geben, die wir bis jetzt haben. Tanja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Also ich bin sehr begeistert über MetaPower. Ich durfte das seit Januar schon testen. Ich war mit in dieser europäischen Testgruppe mit drin und habe im Januar schon am liebsten von allen Dächern geschrien, Gott, das ist so ein fantastisches Produkt und jeder muss es haben. Jetzt kann ich noch viel mehr erzählen, weil ich bin jetzt 4 Monate in dem Programm und kann also wirklich ein bisschen berichten, wie das aussieht und was da die Effekte von sein können. Weil wenn wir dieses Video uns anschauen, das klingt ja beinahe als zu schön, um wahr zu sein. Und das ist tatsächlich, was ich erfahre. Das ist wirklich, man bekommt mehr Energie, man fühlt sich besser. Ich habe es gestern noch gesagt, ich werde 50 dieses Jahr. Ich fühle mich, als ob ich die Energie habe, als wäre ich wieder 20. Nur halt weiser. Weiser. Oh, ganz klasse. Schön. Ja, Tanja, lass uns gleich einsteigen. Wir haben ein paar Dinge, die wir teilen wollen. Und es geht um
Gesundheit und Vitalität, und zwar in jedem Alter. Und wir wollen einfach mal heute anschauen, wie verhält sich das dann, was bedeutet der Stoffwechsel vor allem darin, ne? Was bedeutet es, eine gute Stoffwechselgesundheit zu haben und wie sich das dann auch mit der Gesundheitsspanne verhält, also das biologische Alter, das natürlich das Alter ist, was letztendlich das tatsächliche Alter, also die Befindlichkeit des Körpers bezeichnet. Ne? Nicht das Chronologische, sondern das Biologische. Und da wollen wir gerne einsteigen. Tanja, es gibt ein paar Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind, wenn es darum geht, ein gutes Leben zu haben. Und ja, wir sehen hier in der Übersicht ein paar davon. Welches ist das, wo du sagst, hey, das ist das Allerwichtigste? Oder gibt es das überhaupt? Oder spielt das alles zusammen? Also bei mir haben alle zusammengespielt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass mein Stoffwechsel festgefahren ist, dass ich den nicht mehr in Bewegung gekriegt habe, je älter ich geworden bin. Und ich habe das Gefühl, in meiner Energie, die also über den Tag wirklich abgenommen hat, mein Gewicht hat in den letzten 2,5 Jahren eine Riesenfluktuation gehabt. Also ich bin wirklich dicker geworden, schwerer geworden, habe mich auch so gefühlt. Meine Stimmung ist etwas, wo ich mein ganzes Leben eigentlich schon eher so eine Ta Berg- und Talfahren gehabt habe, schlafen, in der Nacht plötzlich so wach werden und dann danach nicht mehr schlafen können. Das ist halt auch ein Zeichen von einem Metabolismus, der nicht mehr richtig funktioniert, sich nicht mehr so gut konzentrieren können und mit Stress nicht mehr gut umgehen können. Absolut. Das sind Dinge, glaube ich, wo viele Menschen sich zurückfinden. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Das war mein Status. Absolut. Vor allem natürlich dann, dass wir eigentlich dann immer mehr in diesem auch, das hat ja auch einen mentalen Einfluss auf uns, ne? Dass wir dann auch darüber nachdenken, hey, wird es dann überhaupt nochmal besser? Ne? Wir haben ja eigentlich dann so eine Art von Frustrationsgefahr, die sich dann einschleichen kann, je älter wir werden. Und viele haben dann eben oftmals auch so dieses Gefühl, hey, wie wäre es, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte? Ne? Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen auch dieses Bild dahinter ist, was wir mit dem Metapower-System auch wirklich können, dass wir einfach Einfluss nehmen können auf die Regeneration des Körpers, der Zellen, des Stoffwechsels. Und das beginnt natürlich auf der zellulären Ebene. Das ist dort, wo die meisten von uns eben, wo wir eingreifen können, wo wir den größten Hebel haben. Ne? Ich glaube, Den das ist größten das. Hebel, genau. Und das ist Mhm. ganz wichtig, dass hier ist unsere Wellnesspyramide, die wir ja schon öfter besprochen haben bei doTERRA, das ist immer die Grundlage von Gesundheit. Und da muss ich sagen, dass ich mit allem, was ich getan habe, hier schon immer drauf geachtet habe, dass meine Ernährung gut war, dass ich meine Verdauung unterstützt habe, Bewegung. Ich habe auf ausreichend Bewegung, so gut ich das konnte, denn ich hatte ziemlich viel, wie sage ich, Beschwerden im Bewegungsapparat. Ne, Erholung und Stressmanagement, wenn der Schlaf leidet, wird das schwierig. Dann natürlich, wir achten bei doTERRA ja alle darauf, dass wir weniger synthetische Produkte benutzen, in und um und im Haus und überall. Wissen, wie wir unsere Produkte einsetzen können und wissen auch, wo wir anklopfen können und bei wem wir uns helfen lassen können, wenn tatsächlich die Gesundheit mal nicht mehr so oder Unterstützung braucht. Und deswegen, das ist so wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Sicherlich jetzt auch mit Metapower. Das Metapower ist nicht etwas, das wir benutzen und dann können wir diese Dinge vergessen. Nein, das baut echt aufeinander auf. Also alle Lagen dieser Gesundheitspyramide, die bleiben wichtig. Absolut. Wobei, und das ist ja auch das, was die Basis formt, auch von dieser Pyramide, ist natürlich die Ernährung. Ne? Und Stoffwechselgesundheit bedeutet ja, dass letztendlich, oder der gute Stoffwechsel, der sorgt dafür, dass die Dinge, die wir zu uns nehmen, dass die entsprechend in Energie umgewandelt werden in unserem Körper und dann zur Verfügung stehen. Und da gehört natürlich auch die richtige Wahl der richtigen Nahrung vor allem mit dazu. Und das hat auch unser lieber und wunderbare Dr. Hill natürlich auch schon immer wieder gesagt, dass der Stoffwechsel immer mit der Nährstoffaufnahme verbunden ist. Immer. Er hat es also immer wieder auch nachdrücklich gesagt. Und das sorgt eben, wenn wir das nicht machen, dass wir weniger Energie haben, dass wir mit Gewichtsthemen konfrontiert sind, dass wir vielleicht auch Schmerzzustände erfahren im Körper. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben hier ansetzen, dass wir, und das sind auch die Tipps, die wir geben wollen, ne, gesunde Ernährung, viel Bewegung. Vielleicht zur Bewegung ganz kurz. Ich habe gemerkt, jetzt, ich bin ja jetzt seit einer Woche mit Metapower dann auch in Kontakt und nehme es regelmäßig. Ich merke, ich will wieder raus. Also das ist so dieses Stillsitzen, ne, so dieses, ach,
Morgen ist auch noch ein Tag, dann kann ich joggen gehen, das passt schon. Das hat sich total verändert bei mir. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, auch wieder mehr Lust, noch mehr mit anderen Menschen zusammen zu sein, weil einfach die Energie da ist, weil auch die mentale und emotionale Energie da ist. Das finde ich so toll, dass du das sagst, nach einer Woche. Und ich hoffe, alle, die zuschauen, merken sich das. Denn man fühlt tatsächlich den Unterschied so schnell, dass, also ich habe am Anfang gedacht, kann das nach 3 Tagen, dass ich mich so viel besser fühle, dass ich so viel besser schlafe? Also so schnell geht das. Denn wir tun mit Metapower was Besonderes. Wir fügen nicht nur was hinzu, wir helfen unserem Körper tatsächlich wieder selbst aktiv zu werden, selbst zu produzieren. Und das hilft auf all diesen Ebenen. Also meine gesunde Ernährung wird stimuliert bei mir ganz, ganz kräftig dadurch, dass ich absolut keine Lust mehr auf Schokolade habe oder andere Genau. süße Dinge. Ich mag es nicht mehr. Ich lasse es stehen. Und ich war wirklich immer die Erste, die hier gerufen hat, wenn es um Nachtisch oder sowas ging oder ein Eis. Ich mag es gar nicht mehr. Und das bedeutet für mich persönlich Freiheit. Wirklich Freiheit. Ich habe darunter gelitten, ich habe da nicht oft drüber gesprochen, aber ich habe wirklich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich da eventuell irgendwie niemals frei von sein kann, dass ich immer irgendwie was Süßes haben muss und so weiter. Aber hier bin ich absolut frei von jetzt und das ist echt klasse. Ich kann selbst wählen, was ich essen möchte. Sehr schön. Ja, das ist diese Freiheit, wo wir natürlich so viele Menschen wie möglich auch dann ja dorthin bringen wollen, mit dem gleiten wollen, dadurch, dass wir Metapower erklären, so wie heute Abend und viel darüber sprechen. Was mich ein bisschen erschreckt hat, Tanja, war die Tatsache, dass nur 20% der Erwachsenen in Europa einen gesunden Stoffwechsel haben. Heißt umgekehrt, 80% haben das nicht und das ist eine enorme Zahl. Und 4 von 5 Europäern brauchen Hilfe, wenn es darum geht, den Stoffwechsel wieder anzukurbeln. 4 von 5 sind das. Das ist also wirklich enorm. Und was bedeutet das auch? Das bedeutet auch, dass wir hier einen Auftrag haben. Wir befinden uns, denn keinen guten Stoffwechsel haben, das macht unseren Körper krank. Das macht, dass wir in einer Gesundheitskrise sitzen. Das gibt uns den Auftrag, jetzt, wo wir wissen, wir können hier helfen und einsetzen, dass wir hierüber auch sprechen und dass wir hier informieren und die Informationen auch weitergeben. absolut. Und da will ich auch ganz kurz vielleicht schon mal vorgreifen, beziehungsweise nochmal zum biologischen Alter kommen, Tanja, weil das ist genau das, was eigentlich so wesentlich ist und zu verstehen, wie ist das alles miteinander verknüpft und welchen Einfluss hat das auch auf das gesunde Altwerden vor allem, ne? Weil die meisten Menschen, und das, wir werden gleich unseren kurzen Film anschauen, werden alt, wir werden immer älter, aber sind wir auch gesund? Und das ist eben Genau. die wichtige Frage. Und ich würde sagen, lass uns den Film anschauen und die Essenz davon werden wir nachher noch besprechen. Ja, viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Hi, I'm Dr. Russell Osgathorpe, and I'm so thrilled to talk with you about HealthSpan. Just to be clear, HealthSpan is not the same thing as lifespan. Lifespan is the number of years we live, whereas HealthSpan is the number of years we live healthy. Now, I know that many of you have seen this graph several times, but it is so important to our understanding of the MetaPower system that I'm going to go into greater detail than we ever have before. Because if you understand this graph, you'll take MetaPower the rest of your life and be able to share it more effectively with others. If we consider our lifespan, the number of years we are alive, on the horizontal axis here, and our health span, the quality of our cognitive and physical performance on the vertical axis here, we can draw a curve that represents what naturally happens to our health span as we age, shown here in gray. However, the reality is we live in an incredible time where medicine and science can extend our lives. This dark blue line represents what happens when we use the best of medicine to try and manage issues related to a poor lifestyle. As these interventions improve our numbers, we can gain a modest amount of health span and lifespan. But what is staggering to me is how little benefit is derived from decades of this type of management. Look how close that blue line is to the gray line. It's incredibly minimal. As we near the end of our life on the blue line, you can see how through heroic use of life-extending medical technology, we can extend an individual's lifespan by a few years. But look at the quality of life that person is experiencing.
Our lives might be extended by these heroic medical efforts, but one could argue that they are not enriched. Finally, let's look at the orange line. This is more typical for master athletes and people stacking healthy lifestyle habits consistently throughout their lives. What is most impressive about this group of people is that health span and lifespan can both be significantly improved. People who optimize their metabolism through daily exercise, diet, relationships, stress management can not only potentially live longer, but add life to those years. Here's my dream, my why for my health span. Well into my 90s, I want to be able to spend a day, many days, out fly fishing with my posterity. I'd be able on any of those days to back my truck down the ramp, unload my drift boat, launch that boat, and then row that boat myself all day long. Watch my kids and posterity catch boatloads of fish. And then at the end of my life, I'd go home from a day of fishing, enjoy dinner with my family, and peacefully pass away in my sleep. That would be a health span that matches or equals my lifespan. Let me show you how that works. Let's assume that here on the vertical axis, we have 100% quality of cognitive and physical health during young adulthood. Now let's draw a line across this chart at 50% function. This is the stage of physical and cognitive health span where we are still capable of caring for ourselves, still living independently. We might not be running a 10-minute mile anymore, but we are probably able to walk a brisk 15-minute mile without difficulty with our kids or grandkids. Said differently, above this line, you can still do the things you want to do, although you might notice slight declines in your performance as you age closer to that 50% line. Below this line, living independently becomes more difficult due to cognitive decline or having enough physical strength and stamina to perform our daily activities. Now, if we continue that line at 50% function across the chart, look at where it intersects the blue line versus the orange line. This is what you need to understand. Look at what you can gain when you optimize your metabolism. Look at those years, but more importantly, look at the life that is added to those years. We can't always have a health span that lines up perfectly with lifespan, but we can certainly do better. Our lifestyle choices can extend our health span. Full stop. When we combine a mindful and consistent approach to our diet, movement, stress management, relationships, we can maximize all the efforts we make in improving our lifestyle and then reap the benefits for all of our years to come. Here's the even better news. It does not matter where you are on the curve or how old you are when you start. Any lasting efforts made by an individual to make improvements in their lifestyle will reap tremendous benefits for years to come. Ja, das hat mir, Tanja, enorm geholfen im Verständnis, hey, es ist egal, wann wir anfangen. Auch sind wir beide schon, haben wir beide die 50 schon erreicht. Wir haben trotzdem noch die Chance. Noch nicht ganz. Ja, beinahe dann. Na? Plus, minus. Und das, egal, auch an unsere Zuschauer, egal wer heute da ist, ob du 30 bist oder 50 oder 70 oder 80, es ist jetzt der gute Moment, um sich damit zu beschäftigen. Und ich will auch hier nochmal diese Folie einblenden, weil die lässt nämlich sehen, dass eigentlich ab dem Alter von 25 diese Anzeichen der Alterung schon sichtbar werden. Ne? Und das hat natürlich vor allem mit einem Molekül zu tun, das für die Stoffwechselfunktion verantwortlich ist. Wir werden gleich jetzt doch da noch drauf eingehen, auf diese einzelnen Dinge, die natürlich auch, wofür Metapower steht und was es ist. Bevor wir das aber machen, will ich ganz kurz noch, weil wir haben auf der Convention in Lissabon natürlich auch Menschen erzählen hören, was sie so alles erlebt haben. Tanja, du hast schon kurz von dir erzählt. Ich will ganz gerne noch mal ganz kurz hier drauf eingehen. Ein ganz, ganz lieber Freund von uns beiden, Daniel, der auch also seit Januar schon mit Metapower gearbeitet hat, der hat für mich natürlich auch als Mann sehr eindrucksvoll auch nochmal gezeigt, was denn tatsächlich in seinem Leben geschehen ist. Und er hat es auch mit Blutwerten entsprechend auch dokumentiert.
Und ich glaube, was auch ein ganz, ganz wesentliches, wesentlicher Aspekt dabei ist, ist, dass eben er auch seinen Traum verwirklicht hat, der ihn emotional so sehr belastet hat, nämlich sein Übergewicht, das natürlich auch Einfluss hat auf seine Gesundheit, aber vor allem natürlich auch auf, wie er sich selbst sieht und wie er, ja, was, es hat ihn vor allem natürlich belastet, weil er wollte natürlich für seine Frau auch entsprechend, ja, attraktiver sein und all diese Dinge haben ihm wirklich zu schaffen gemacht und das hat mich sehr berührt an seiner Geschichte. Und Ja, absolut. ja, man sieht No, ich hier. habe mit ihm gebuddied während der Zeit und es ist keine Diät. Also wir haben beide hier keine Diät durchgeführt, sondern uns wirklich mehr bewegt, das tatsächlich. Aber das kam dadurch, dass wir halt auch beide einfach mehr Energie gehabt haben. Dann geht das ganz von selbst, wie bei dir jetzt auch. Absolut, genau. Darum geht es. Es geht natürlich, dass wir den, dass wir die Bewegung erhöhen, dass wir mehr Sport machen, dass wir in der Lage sind und Lust darauf haben, vor allem, ne? Ja, lasst uns dann vielleicht direkt zum Produkt selbst gehen. Lasst uns schauen, was, was macht denn eigentlich zum Beispiel MetaPower als ätherische Ölmischung, zum Beispiel in unseren Fettzellen? Tanja, ich. Unsere Fettzellen, die wachsen, je älter wir werden, weil wir da auch, also nicht nur Fett drin ablegen, sondern weil wir da auch Giftstoffe mit drin ablegen. Und das ist etwas, ob du jetzt schlank bist oder korpulent bist, wir haben alle Fettzellen. Nur halt schlanke Menschen, die haben kleinere Fettzellen und korpulente Menschen haben große Fettzellen. Und das ist das Besondere unser Metapoweröl, das lässt Fettzellen schrinken. Schrinken ist nicht Deutsch. Doch, ist Deutsch. Okay, manchmal habe ich nicht mehr. Im Umfang abnehmen, also oder es verhindert, dass Fettzellen auswachsen. So können wir das sehen. Und hier ist eine ganz, ganz wunderbare Mischung von Grapefruit, Lemon, Zitrone, also Lemon, Ingwer, Zimt und Pfefferminze. Und hast du noch die Slide mit Slim und Sassy? Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil viele fragen sich, was ist denn Genau. eigentlich der Unterschied zwischen MetaPower und Slim and Sassy? Und hier sieht man deutlich, dass es da einen Unterschied gibt. Und wir haben auch gelernt, dass doTERRA verschiedene Verhältnisse wissenschaftlich getestet hat, um zu schauen, welche Zusammenstellung der fünf Zutaten, also der fünf Öle, hat den besten Effekt auf diese Fettzellen, beziehungsweise auf dass die Fettzellen sich nicht vergrößern, sondern dass sie so bleiben, wie sie sind. Und man Genau. sieht hier deutlich, dass Lemon einen höheren Anteil bekommen hat, dass Grapefruit einen höheren Anteil bekommen hat, Pfefferminz ist weniger geworden, ne? Und ich glaube, so das Ginger und das Cinnamon ist ungefähr gleich geblieben, so wie man das hier auf der Ungefähr Folie gleich, genau. Und der Geschmack ist wirklich verändert. Also sieht. es ist viel sanfter geworden im Geschmack, etwas süßer. Ich mag es sehr gerne. Also Absolut. wirklich. Und wer das MetaPower-System jetzt sieht als Kit, wir werden gleich noch drüber sprechen, der sieht natürlich auch andere Formen dieses ätherischen Öls. Wir haben natürlich auf der einen Seite den Blend, ne, das ist das ätherische Öl, das wir dann in unser Wasser machen können, das wir den ganzen Tag über trinken können. Für diejenigen, die vielleicht dann mal unterwegs sind und sagen, ich habe jetzt einen Craving, also ich hab Lust auf irgendwas Süßes, dann will man natürlich sofort da eingreifen wollen. Ne? Und dafür kann man zum Beispiel ja dann die MetaPower Beatlets verwenden. Das Beatlet ist nichts anderes als ein kleines Gelkügelchen, das auch gefüllt ist mit dem ätherischen Öl. Ne? Genau. Also das heißt nicht, dass man immer jedes dieser Produkte verwenden muss. Man kann wählen, je nachdem, in welcher Situation man ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Softshells. Auch die sind gefüllt mit MetaPower, mit dem MetaPower Blend. Insofern ja, ist das im Grunde genommen das, was wir hiermit machen können. Tanja, das zweite Produkt im System, es ist ja ein Dreier-System, Öl. Das zweite ist das sogenannte MetaPower Assist und da geht es natürlich um den Glukosespiegel, da geht es um Zucker vor allem während oder während des Essens. Magst du da ein bisschen was dazu Ja, sagen? das finde ich ein Hammerprodukt, wirklich ein Heldprodukt. Jedes Mal, wenn wir essen, dann steigt unser Blutspiegel. Und wenn unser Blutspiegel steigt, dann muss unsere Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschütten, um den Glukosespiegel wieder sinken zu lassen. Und das ist ein Prozess, der uns letztendlich altern lässt, schneller altern lässt. Und den meisten Menschen haben zu viele Glukosespiegelsteigungen in der Diät, die wir fast alle haben, weil wir zu viele Kohlenhydrate zu uns nehmen, wodurch irgendwann halt auch die Bauchspeicheldrüse ermüdet und dann halt auch
andere Krankheitsbilder, metabolische Krankheiten entstehen können. MetaPower Assist ist etwas, das auch schon für junge Menschen sehr interessant ist. Was es tut in der Zusammenstellung, die wir sehen, ist, dass es, wenn wir essen, also wir nehmen das vor der Mahlzeit, da ist Maulbeerblattextrakt in, da ist Berberine drin und da ist Zimtrindenpulver drin und dann natürlich nochmal die MetaPower Ölmischung, das verhindert, dass die Kohlenhydrate aus der Nahrung sehr schnell aufgenommen werden und damit flacht es halt diesen Glukosespiegelsteigung, wird abgeflacht hierdurch. Also das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das kann man entweder vor jeder Mahlzeit nehmen, wenn man halt eine kohlenhydratschwere Mahlzeit nimmt. Also in Deutschland wird ja viel Brot gefrühstückt und dann isst man mittags ja auch nochmal was mit Kartoffeln und abends dann nochmal Brot. Dann, das sind schon drei Mahlzeiten mit Kohlenhydraten, dann würde ich tatsächlich mehr davon nehmen, aber je nachdem, wie du dich ernährst, wenn du etwas weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann nimmst du bei deiner schwersten Mahlzeit eins am Tag. Ist schon ausreichend. Klasse. Und dann kommt Schritt 3, liebe Tanja, ja. Und das ist natürlich das MetaPower Advantage, was ja das, das zentrale Produkt finde ich selbst. Ne? Das ist das, was wirklich dann auch das, das ja, darstellt, was, worum es wirklich geht, nämlich das Meereskollagen. Ja, also das ist Meereskollagen, aber da sind noch 10 andere Produkte mit drin. Da sind Phytoceramide drin, die die Haut beschützen vor Sonneneinfluss. Da sind Fruchtextrakte drin, Resveratrol ist da drin, liposomales Vitamin C ist da drin, NMN und zwar eine natürliche Form von NMN und da sind wir wirklich einzigartig auf dem Markt mit unserem Produkt und NADH, das halt wirklich dabei hilft, dass wir im Körper das lebenswichtige NAD+, dass diese Spiegel wieder erhöht werden. Das ist etwas, das nimmt ab, ungefähr ab dem 25. Lebensjahr, fängt unser Körper an, weniger davon zu produzieren und dann werden wir langsamer, träger, alter, älter und so weiter. Und das ist auch etwas, wer sich ein bisschen auf Social Media rumguckt, der hat das vielleicht mitgekriegt, die Stars in Hollywood, diese hängen sich an Infusionen mit dem Zeug. Und das haben wir jetzt selbst in der Pulverform. Und das finde ich der Riesenunterschied, den wir hier haben. doTERRA hat uns ein Produkt gegeben, absolut einzigartig. Du aktivierst es dir selbst zu Hause. Du kriegst die, du kriegst dieses potenzielle, wirklich starke Pulver, kriegst du und wenn in dem Moment, wo du Wasser dazu gibst, aktivierst du es und dann ist es auch der Sinn der Sache, um das innerhalb von 1-2 Minuten gleich aufzutrinken. Also mach nicht zu viel Wasser, mach nicht eine ganze Flasche, sondern trink es gleich auf. Wir haben hier verschiedene Kollagensorten drin, nicht nur eine, nicht nur zwei, nein, 9 verschiedene Kollagensorten und das sind alles Tripeptide. Das ist der große Unterschied. Wenn du Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel nimmst, dann ist es halt einfach ein Protein und dein Körper verarbeitet es wie ein Protein und da hat man echt wenig Resultat. Bezahlt man viel vor, hat wenig Resultat. Das ist bei doTERRA ganz was anderes. Du kriegst hier Tripeptide und diese Tripeptide, die stimulieren die körpereigene Kollagenproduktion. Und das ist, was wir wollen. Das ist, was deine Haut wieder schön ist. Das ist, was wieder schön macht. Das ist, was deine Haare unterstützt, deine Wimpern unterstützt, deine Fingernägel. Das hilft mit Knochenbildung. Das hilft mit Gelenkfunktion. Das hilft mit den Muskeln, mit der Zellgesundheit. Also das ist einfach ganz unglaublich. Und ich nehme selbst noch jeden Tag wieder neue Sachen wahr, die... wow, das hat wahrscheinlich auch mit hiermit zu tun, dass ich das tue. Zum Beispiel, ich kann nur noch meine alte Brille anziehen. meine neue, da kriege ich jetzt Kopfschmerzen von, die ist zu stark für mich geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch hiermit zusammenhängt. Also ich sehe so viele fantastische Dinge, die geschehen können hiermit. Und bitte, ganz wichtig, Kollagen ist gerade ein Modewort und viele Firmen, die dir Kollagen verkaufen und fast alles, was uns da erzählt wird, ist falsch. Wenn du Kollagen flüssig angeboten kriegst, bleib weg davon. Das ist schon nicht mehr aktiv. Kollagenpuder ganz oft, also kommt halt auch nicht von so einer schönen, sauberen Quelle wie von doTERRA. Das kommt aus Sustainable Fischschuppen und Knochen übrigens. Und was du so auf dem Markt kaufst, ist oft von Kühen oder von Schweinen und so weiter. Ja, das wollen wir vielleicht auch etwas anders angehen. Also es ist ein ganz fantastisches Produkt. Top.
einzigartig auf dem Markt. Ich gucke gerade auf die Uhr, Thorsten. Ja, liebe Tanja, wir müssen uns verabschieden und aber auch Danke sagen dafür, dass du heute Abend hier mit dabei warst. Wir werden natürlich noch viel mehr über dieses tolle Produkt sprechen. Lieben Dank dir, Tanja, dass du uns ja mit deiner fachlichen Erfahrung, auch schon der Erfahrung, die du hast gemacht hast, mit dem Einnehmen von MetaPower der letzten Monate bereichert hast. Vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, dass wir viele Menschen erreichen können und auch motivieren können, ja, für ihre Stoffwechselgesundheit etwas zu tun. Einfach das, was unser Dr. Ofkatorp so schön gesagt hat, dass du eben dann selbstbestimmend dein Alter leben kannst. Und das ist mein persönlicher Traum. So, ich kenne dich schon ein paar Jahre, Tanja. Ich weiß, dass du den gleichen hast. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen damit erreichen können. Vielen Dank. Gerne. Und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Nächsten ersten Dienstag wieder zum Produktwebinar. Vielen Dank euch. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.